Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive und damit herzlich willkommen hier zurück. Heute hier an diesem Donnerstag, den 26. März 2015 und hier zum 35. Part und damit herzlich willkommen. Wir stehen hier heute vor der Partie gegen den FC Sevilla und bevor wir reingehen, muss ich mich erstmal bei eurem Support bedanken. Zwar sind die Kommentare in letzter Zeit relativ gesunken, liegt auch daran, dass wir jetzt mitten in der Saison sind. Aber trotzdem bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit eurer Resonanz einfach. Die Aufrufzahlen spiegeln das wieder und ich mache das einfach ganz genau so weiter und einfach nur vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Ohne euch wäre dies alles hier nicht möglich. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir rein in die nächste Partie. Nach dem Unentschieden jetzt gegen Dortmund haben wir zuletzt hier einen kleinen Dämpfer bekommen. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, wie wir denn spielen. Nkansa wäre nicht registriert für die nächste Partie. Kramer muss sowieso raus. Aufgrund der gelb-roten Karte, die er jetzt gesehen hat, beziehungsweise er hat ja einen riesen Kartenplus da gehabt. So, mal gucken, wer kommt denn mit? Johnson ist unterwegs. Poppe ist nicht registriert. Gnabry verletzt. Blaswig muss er jetzt mit. So. Denk mal, das passt soweit. Dadurch, dass jetzt er hier nicht dabei ist, muss er hier raus. Da muss ich kurz in die zweite und den Levels hochziehen. Marx ist ja verletzt. Dann wird nämlich der gute Levels den Platz da einnehmen. Der gute Tobias Levels. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die Partie. Mal gucken, Raphael. Kann er noch was anderes? Also der Spieler war ja wirklich der Matchwinner in der Partie gegen den FC Bayern München. Kompletter Stürmer, falsche 9. Mal gucken, wir können ihn ja heute mal als falsche 9 einsetzen. Obwohl, das geht gar nicht. Da müsste er ein bisschen weiter vorne stehen. Max Kruse, Stoßstürmer, das konnte er ja. Also wir werden es jetzt erstmal so versuchen. Von den Toren ist jetzt Hermann gerade aktuell der Tor-Matchwinner mit 8 Toren. Dann Raphael mit 6, Hahn mit 6, Lapper mit 5, obwohl er nicht da ist. Und dann würde ich doch mal sagen, jetzt verlieren wir nicht so viel Zeit. Wir haben schon Donnerstag, den 19. hier 19.45 Uhr. Hier am 11. Dezember und dann können wir reingehen. Danach haben wir 9 Tage Pause, dann geht's gegen den SV Werder Bremen. Und danach haben wir dann wirklich eine Monster-Winterpause. Also das ist der Matchplan. Jetzt erstmal heute der Partie gegen Sevilla, dann am Freitag das Spiel gegen Werder. Und dann werden wir so eine ganz gemütliche Winterpausenfolge haben, wo wir dann schauen werden, mit wem wir uns verstärken und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch dann wieder einbringen. Schreibt mir dann in die Kommentare rein eure Vorschläge, wen wir holen sollen, wen wir abgeben sollen. Wie auch immer und so weiter. Und dann sehen wir das alles. Da muss ich sowieso mal gucken, ob dann irgendwas schon geplant ist bezüglich eines Traininglagers. Kalender. In Urlaub gehen. Wo kann man das denn einstellen? Mit einem Trainingslager oder wird das automatisch gemacht? Weil sonst muss man wirklich gucken, ob wir da das ein oder andere Testspiel dann arrangieren. Ødegaard kommt dann zu uns am 1. Dann die Spieler der zweiten Mannschaft. Haben sie ja auch einige hier ausgesucht. Unser Spiel ist dann am 24. ja erst. Von daher müssen wir jetzt einfach gucken, wie das Ganze dann eingestellt ist. Ich werde mich da mal schlauer machen und dann gucken wir es uns an. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein, sehen hier die letzten Spieltage. Mainz gegen Malmö, RB Salzburg gegen Trabzon. Besiktas Gigorm, Stomgoset gegen PSV und so weiter. Sehen dann noch den VfL Wolfsburg gegen Tirnava und wir, wie gesagt, gegen Sevilla. Wir sind durch in der Gruppe. Es entscheidet sich lediglich, ob wir als Gruppensieger oder als Gruppenzweiter weiterkommen.
Von daher, Johnson ist für die USA im internationalen Einsatz, Poppe nicht verfügbar. Kramer gesperrt und vier Spieler fallen verletzt aus. So, passt es soweit? Bereit zum Spiel? Es sind wir auf jeden Fall mit unserem 4-2-3-1-Hitzfeld-System. Ich mag diese Sevilla-Truppe und glaube, dass sie heute in der Lage ist, einen sicheren Sieg gegen Gladbach einzufahren. Die Abwesenheit von Oskar Wendt, André Hahn und Kramer wird eine enorme Schwächung für Gladbach sein. Möglicherweise stimmt das alles, aber wie gesagt, wir werden es sehen. Gladbach hat die Qualifikation für die erste Ausscheidungsrunde gesichert, aber die Tabellenspitze in der Gruppe G ist noch in unmittelbarer Reichweite. Hier sehen wir es. Kann aber noch von der Tabellenspitze verstoßen werden. Vorausgesetzt, wir gewinnen. So, Dorgan. Christoph Gamers Fehlen wird sich sicher bemerkbar machen. Wie hart wird es ohne sein Mitwirken werden? Sag mal doch leidenschaftlich, ich hätte ihn natürlich lieber zur Verfügung gehabt, aber ich habe Vertrauen in die Mannschaft, die ich aufgestellt habe. Und dann gehen wir rein hier in die Partie. Was? Sie wollen nur eindecken? Seid ihr denn des Wahnsinns? Herr Steffes, sind Sie denn des Wahnsinns? Da muss man eigentlich fast die ganze Elf hier decken. Da ist nämlich jeder gefährlich. Vom rechten bis zum linken, vom Mittelfeldspieler, vom Außenverteidiger und so weiter und so fort. Jetzt hatte ich hier wieder einen kleinen Akkuausfall. So, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Das ist gerade immer so. Muss halt gucken, dass ich mir demnächst ein neues Kabel besorge. Sind ja nicht so teuer. Aber es hat halt immer einen kleinen Wackler und das, naja, kam vor. Ist halt die Technik, da steckt man selber als Mensch ja nicht drin. Wenn man da drin stecken würde, dann könnte man ja selber das alles hier bestimmen und klären und so weiter. So, Koke ist eigentlich auch ein sehr gefährlicher Mann. Alejandro Arribas, das weiß ich nicht. Eva Banega, da muss man auch gucken. Der Mittelfeldspieler ist eigentlich immer für das ein oder andere Tor gut. Ansonsten denke ich mal, hat man alles. Krychowiak müsste man auch gucken. So, ansonsten denke ich mal, haben wir alles. Und dann gehen wir rein in die Partie. Sagen hier, ich möchte, dass ihr eine saubere Leistung abliefert. Hier gute Arbeit im Mittelfeld und im Sturm. Genauso, und dann gehen wir rein in die Partie. Und damit Anpfiff. Nacho auf Krychowiak, Iborra. Nach vorne, wir können klären. Krychowiak. Mit dem Ateneinsteigen hier von Harvard Nordfight. Es gibt den Freistoß. Aber daraus resultiert die erste Ecke. Dödefoy kriegt auch nochmal den Ball. Gerard Dödefoy. Iborra. Und dann ist er drin. Tremolinas. Nee, Krychowiak. Zweite Minute 1:0 FC Sevilla. Das sahen wir leider nicht gut aus. Hohe Flanke, Iborra an den Pfosten, Krychowiak muss den Ball dann nur noch reinköpfen. Und damit steht es dann hier relativ früh 1:0. Korb auf Hermann. Hermann Express ist durch auf Raphael. Kruse. Abgeblockt, Xhaka. Kruse. Wird hier gelegt. Aber es war anscheinend hier Stürmerfoul oder irgendwas. Der bekommt die gelbe Karte. Mann. Wahrscheinlich Schwalbe oder was? So. Krychowiak. Mit dem Ball da ganz stark nach vorne. Wir haben den Ball, Hermann. Auf Nordfight. Nordfight auf Xhaka. Gar nicht mal so schlecht, der Schuss. So, Traoré im Abseits. Mario mit dem Einwurf. Dödefoy auf Aspas. Aspas
Auf Krzyżowiak, Krzyżowiak auf Nacho, Nacho auf Tremolinas, Tremolinos auf Vitolo. Der nach innen, aber Janschke war zur Stelle. Hermann auf Nordfight, Nordfight auf Chaka. Chaka auf Raphael. Kruse hat den Ball. Abgeblockt, wieder Kruse. Chaka, Traoré. Und wir bekommen den Freistoß. Aus wirklich guter Position, Harvard Nordfight wird ihn schießen. Rimi Mauer. Raphael, wieder Nordfight. Janschke. Auf Chaka, Chaka auf Dominguez, Dominguez auf Traoré. Traoré, abgeblockt und es gibt Ecke. So, die Ecke kommt relativ gut, aber Nacho hat den Ball herausgeschlagen. So, jetzt gibt es den Einwurf. Aber daraus resultiert nicht mal ein Schürzchen hier. Nordweit mit dem Einwurf. Auf Hermann, auf Kruse. Chaka, um Gottes Willen. Das kannst du doch besser, mein Junge. Nordfight mit dem Einwurf. Auf Traoré, wieder Nordfight. Raphael Traoré lässt sich fallen, es passiert rein gar nichts. Delofoy nach vorne, Dominguez auf Chaka. Traoré nach innen auf Raphael. Abgeblockt, Hermann. Gottes Willen, was war denn das für eine Chance, bitte? Das will ich gerne nochmal angucken. Hab mir das inzwischen abgeguckt bei TBM, wie man das macht. Raphael abgeblockt, Hermann. Und der an die Unterkante der Latte, dann ging der Ball wieder zurück. Ganz große Riesenchance hier. Das ist einfach nicht wahr. Aber wir liegen zum Glück nur mit 0-1 hinten. Von daher ist noch alles möglich. Chaka. Auf Kruse. Und auch Heda hat den Ball. Ich werde in der Pause den guten Kruse rausnehmen. Hermann. Auf Nacho. Tremolinas. Hermann dazwischen. Immer noch Hermann nach innen. Raphael. Mit dem Ausgleich. Tor für Gladbach. So, Raphael wird einem schönen Distanzschuss und wir haben das Ausgleichstor gemacht. Eine Minute Nachspielzeit hier vom Referee und dann ist die Halbzeit hier im Borussia Park. So, es läuft soweit ganz gut für uns, sagen sie den Spielern, dass die Leistung der zweiten Halbzeit besser laufen soll. So, ihr könnt noch wesentlich mehr. Ihr könnt noch wesentlich mehr. Und sie können noch wesentlich mehr. So, jetzt gehen wir hier in die Taktik rein. Wie gesagt, Kruse hat Feierabend. Da wird er reinkommen. Dominik Strohengel. Und was war jetzt beim Strohengel nochmal das Stärkste, was er konnte? Der Zielspieler. Dann wird er den Zielspieler auch bekommen. So, dann geht's rein in die zweite Hälfte. Wünsche uns dazu viel Vergnügen. Hier im Gladbacher Borussia Park. So, Raphael auf Hermann, Hermann auf Nordfight, Chaka. Wieder auf Nordfight, Nordfight nach vorne auf Strohengel, Raphael, Chaka. Auf Dams, Dams auf Traoré. Der auf Strohengel. Gute erste Möglichkeit hier für Dominik Strohengel, aber jetzt wieder Sevilla. Und wir können klären. Dominguez auf Korb. Korb auf Hermann, Hermann auf Strohengel. Strohengel auf Traoré, auf Raphael. Raphael wieder auf Strohengel, Traoré, Traoré. Neben den Kasten. Gute Möglichkeit. So, werden wir das hier ganz einstellen.
Und machen dann jetzt hier weiter. Nordfight auf Hermann, Korb auf Chaka, Chaka auf Traoré. Nach innen, Traoré, dann ist er drin. 2-1. 53. Minute, wir führen, zweites Saisontor, Ibrahima Traoré. Hier kriegt er den Ball nochmal. Und dann mit Kavums an die Unterkante der Latte ins Tor. Und wir führen damit mit 2-1. So, Chance ist Sevilla Krychowiak an den Pfosten. Wir sollten hier versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Könnte natürlich auch ein Problem sein, wenn wir das machen. So, ich gehe jetzt rein, mache mal den zweiten Wechsel hier startklar. Philipp Dahms heute Kapitän. Unser Ex-Mann, der ja abgesetzt wurde. Hirgota wird reinkommen. Er kriegt hier diese den vorgeschobenen Spielmacher, den er ja wirklich gut kann. Und dann gehen wir hier rein. Nee, noch gut 20 Minuten. Hirgota, Gottes Willen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht hier? Dann kommt er nachher hier hin. Oh, Gottes Willen, das war jetzt natürlich ein dicker Fehler. Normalerweise könnte das bestraft werden. Koke kommt rein für Mario. Und Fernando Navarro ersetzt Vitolo. So, Philipp Dahms ist angeschlagen, aber da werde ich jetzt anderweitig wechseln. Sondern jetzt Torgen Hazard reinbringen. Also da war irgendwas fehl am Platze. So. Jetzt ist aber alles korrekt hier. So, dann gehen wir rein in die noch letzten, noch gut 9 Minuten. Wir führen hier mit 2-1 gegen den FC Sevilla. Gegen den UEFA Europa League Sieger von 2014. Und das Spiel plätschert vor sich hin. 3 Minuten Nachspielzeit hier noch. Navarro mit dem Einwurf auf Krychowiak. Ibora. Gamero. Abseits. Sevilla mit der nächsten Möglichkeit. Tremolinas. Holt hier immer noch die Ecke heraus. Und Sommer hat den Ball. So, bringt den erstmal ganz schön weit nach vorne. Den hätte er sich erlaufen können. Sommer nimmt den Ball hier einfach ganz gemütlich auf, noch eine Minute hier zu spielen. Mit einem ganz schön weiten Abwurf. 10 Sekunden hier noch. Tremolinas auf Krychowiak. Dominguez mit dem Ball nach vorne. Strohengel. Und dann ist es vorbei. Wir sind Tabellenführer in unserer UEFA Europa League Gruppe, haben dann im letzten Spiel hier gewonnen mit 2-1 gegen den FC Sevilla. Das war eine gute Leistung, vor allem da wir als Außenseiter angesehen wurden. Lassen Sie die Mannschaft das wissen. Sehen Sie hier von der Laufdistanz, Ibrahima Traoré 14,3 Kilometer gelaufen. Hat er gut gemacht, Jan Sommer immerhin 4,4 Kilometer. So, das hat hier gar nichts gebracht hier von Steffes. So, eure Abwehrleistung hat mich beeindruckt. So, ihr habt es wirklich klasse gemacht. Und sie genauso. Und dann gehen wir jetzt zur Spieltaganalyse. Da wird uns gesagt hier, mal gucken, dass Ibrahima Traoré Spieler des Spiels wird mit einem Tor einer 8,4 in der Bewertung. Mark Lettenburg war heute der Schiedsrichter. Ich habe gesagt, dass heute Sevilla gewinnt oder das Team von Gladbach allerhöchstens einen Unentschieden holt. Aber ich habe keinen Moment daran geglaubt, dass die Mannschaft von Gladbach das hier heute für sich entscheidet. Habe ich auch nicht. Aber Traoré hat es wirklich klasse gemacht. Krychowiak hat es ja ganze angefangen. Dann Raphael mit dem Ausgleich. Und unser Held des Tages heute, Ibrahima Traoré.
So, sehen die Endergebnisse der anderen Partien. Beşiktaş das 2 zu 0 gegen Gigom. Sturm Gösset gewinnt nochmal 3 zu 2 gegen PSV. Memphis Depay hier mit einer an sich guten Leistung wahrscheinlich. Werde ich mir mal angucken. Oh, das war jetzt falsch. Ich wollte hier die Ergebnisse genau. Tiflis verliert 1 zu 2 gegen Dynamo Moskau. Kevin Korani mit einem Treffer. Pauk 1 zu 1 gegen Inter. Inter Mailand, die neue Mannschaft von Nientre im LP. FIFA 15 könnt ihr gerne mal reingucken. FC Turin 3 zu 0 gegen Benens. Dynamo Kiew 1 zu 1 gegen San Sebastian. Dynamo Zagreb 2 zu 0 gegen Astra Giurgiu. Lyon 4 zu 0 gegen Estoril Praia. Lille mit einem 4 zu 1 Erfolg gegen Ludogorets Razgrad. Zenit 2 zu 1 gegen Aberdeen. Wir mit dem 2 zu 1. Und Helsinki gewinnt nochmal zum Abschluss 2-0 gegen Sheriff Tiraspol. Kharkiv gewinnt 3 zu 1 gegen Feyenoord. 4 zu 2 Erfolg von Everton über Mladá Boleslav. 0 zu 0 zwischen Midtjylland und Maccabi Tel Aviv. Gomez mit einem Tor für Florenz 1 zu 0 gegen Standard. 4-0 für den VfL Wolfsburg gegen Tirnava und 2 zu 0 von Athletic Bilbao. Saint-Étienne 3 zu 0 Erfolg. Villarreal 1 zu 2 gegen Neapel. Lokomotive Moskau 1 zu 1 gegen Limassol und ein 4 zu 0 von Tottenham über Pilsen. Können wir uns hier eigentlich irgendwo die Tabellen angucken? UEFA Europa League. Profil hier. Können wir die Abschlusstabellen angucken? Trabzonspor und Malmö in der nächsten Runde. Mainz hat es nicht geschafft. Gruppe B Beşiktaş schon gegompt weiter. In der C Inter und Dynamo Moskau. In der D San Sebastian und FC Turin. In der E Lyon und Zagreb. In der F sehen wir Lille und Zenit, die weiterkommen. In der G Gladbach und Sevilla. In der H Everton, Metalist Kharkov. In der I Florenz und Standard Lüttich. Und in der J Athletic Bilbao und der VfL Wolfsburg. In der K Villarreal und Nepal. Und in der L Tottenham Hotspur und Pilsen. So, mal gucken, was das große Pendant hier macht. Nämlich die Champions League. Das sehen wir in der A Porto und Schachtja Donetsk eine Runde weiter. Steaua kommt zu uns in die Europa League. In der B Bayern und Man City durch. Ajax kommt in die Europa League. In der C Leverkusen vor Real Madrid, AS Monaco kommt in die Europa League. Juventus und Chelsea weiter. Galatasaray in der UEFA Europa League. In der E Barcelona, Liverpool weiter. Olympiakos Piräus in der Europa League. In der F Benfica PSG weiter. Neapel in der Europa League. In der G ZSK Moskau, die zu uns kommen. Arsenal, Schalke beide durch. Und der H Dortmund und Atletico Madrid weiter Rom in der Europa League. So, abschließende Pressekonferenz. Welchen Einfluss hatte das Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff? Da machte meine Halbzeitansprache deutlich einfacher. Das ist der perfekte Moment für ein Tor. Was für ein Comeback zu sehen, wie ihre Mannschaft das Spiel noch so drehen kann, muss doch für sie sehr erfreulich sein. Wir lagen zurück und mussten ein paar Änderungen machen, aber das Team hat prächtig geantwortet. Wer ist für Sie Favorit für den goldenen Ball? Also von den ganzen Spielern, die hier dabei sind, ist Cristiano auch in der da dabei, dann wird er's machen. Ibrahima Traoré war hervorragend heute, oder nicht? Er ist ein guter Spieler, hat Spaß am Fußball, wenn er so spielt, hilft er auch seinen Mitspielern besser zu spielen. Und dann haben wir das gemacht. Gladbach erhält 200.000. Ødegaard sticht bei Zomgoset vor. Drei Torvorlagen. Er wird ja zu uns kommen. Traoré gut in Form für Gladbach. Und Gladbach erhält hier nochmal 400.000 für das Erreichen des ersten Platzes. Ist doch gut. Sprudelt Geld in die Taschen. Und dann können wir hier ganz gemütlich weitergehen. Zu unserem Spiel gegen den Tabellen-17. von Werder Bremen. Da kriege ich ja auch so seine Angst. So, Werder Bremen Tabellen-17. Okay, da war mal was. Die waren ja, glaube ich, Schlusslicht, als sie Viktor Skripnik verpflichtet haben. Danach ging es ja wirklich steil vorwärts bei den Bremern. Die ja mittlerweile auch ordentlich unterwegs sind in der Bundesliga. Pfosten schließt Scouting von Schan ab. Könnte es sich lohnen, ihn weiter zu beobachten. Wie gesagt, er war ja verletzt und man hat ihn uns zur Leihe angeboten.
so wie gesagt, ein Angebot machen, wenn es dann überhaupt möglich ist für diese Laie. Transferangebot, wo ist denn das Leihangebot hier bitte? Hallo, Leihangebot, wo bist denn du? So, Leihvertrag möglich, steht hier, aber wir haben es ja gesehen, das ist nicht auswählbar. Über Memphis Depay wäre auch ein wirklich Pumpenspieler. 10,25 Millionen Marktwert. Wäre beim besten Willen nicht zu stemmen. Fußballfans erwarten einen Kampf zwischen Deutschland und Italien. Und da muss ich wirklich noch gucken, weil ich das Gefühl habe, dass da nicht die echte Nationalmannschaft drin ist. Dass es praktisch nur so ein Fake ist. So, Blaswig. Dauf, wenn er will. Poppy auch. Nkansa kann eigentlich auch. Schieber verletzt sich im Training. Ist natürlich auch nicht gut, wenn er es tut, aber natürlich passiert das. Frankfurt besorgt über Piazon. Churu erleidet Rückblick. Duciak wurde vom Verein bestraft. Dann die dritte Liga. 5:1 Erfolg von unseren Rostockern hier. Gegen Stuttgart 2, Rostock ja die Parallelmannschaft am Wochenende LP. Könnt ihr übermorgen reinschauen. Dann Regensburg mit dem 2:1. Da mal liebe Grüße an den Tapserio LP. Ist ja wie gesagt seine Lieblingsmannschaft aktuell. Steht es gar nicht gut aus für die Mannschaft aus dem aus der Oberpfalz. Die sind ja wirklich da sowas und schlecht momentan unterwegs. Aber naja, passiert leider. So, wir sehen hier, unsere zweite verliert hier noch gegen KFC Uerdingen. Ist natürlich auch nicht gut. Aus dieser Uerdinger Mannschaft ging ja damals Bayer Uerdingen 05 durch. Kadiata 2 bis 3 Wochen, Vossen beendet seine Torflaute. Raphael die Suche und die beiden Spieler können wir hier ruhig als verfügbar deklarieren. Länderspielübersicht hier Fabian Johnson, können wir mal reingucken. Hat gespielt beim 1:0 Erfolg. Und dann arbeiten wir uns hier wie gesagt vor. Knappe Woche jetzt noch. Und da sehen wir es. UEFA Europa League. Erste Ausscheidungsrunde, wahrscheinlich die Auslosung. Lachodimos in Griechenlands Nationalteam berufen. Sokratis hat das gelbe Kartenlimit erreicht. Einige Ergebnisse, Freundschaftsspiele, die so anstehen. So, einfach ganz gemütlich hier warten, voranschreiten. Und hoffen, dass wir uns dem Ziel dann zu langsam nähern. So. 15. Aglietti übernimmt bei Brescia. Anscheinend scheint da wohl auch der Trainer entlassen worden zu sein. Bei Brescia Calcio auch ein italienischer Traditionsverein. Und wir arbeiten uns hier, wie gesagt, vor. Zum Freitag, wo wir dann die Auslosung sehen, gegen wen wir in der UEFA Europa League in der Zwischenrunde treffen werden. Werder Bremen hat bei Lieberknecht angefragt. Mal schauen, ob er es dann letztendlich auch übernimmt. Führende Ausbildungsverein von Spitzenfußballern. Das sehen wir hier jetzt. Real Madrid an Position 1, dann Barcelona, Man United, die am meisten Talente hervorbringen in der Top 10. Porto, Sporting, Athletic Bilbao, Inter, Benfica, Stuttgart und Arsenal. Halilovic wird der Selbstzufriedenheit beschuldigt. Okay. Gonzales zur Ausleihe verfügbar, Derlis Gonzales vom FC Basel. Den werden wir jetzt einfach auch mal beobachten. Mikkels, müssen wir schon wieder mit dem hier reden. Ansonsten sinken seine Chancen regelmäßig zu spielen. Es enttäuscht mich, das nochmal zu überdenken.
Naja, dann müssen wir da auch schon wieder einlenken. Ich sehe es ein. Okay, dann hoffen wir mal, dass er ihn da auch einsetzt. Logan Bailly hat sich verletzt. Scoutbericht über Werder Bremen. Angriffsspiel, okay, können wir gerne so übernehmen. Wenn unser Dings hier meint, dass wir das so machen sollen, dann werden wir es auch so machen. Sehe ich gar kein Problem damit. So, es sind noch, wie gesagt, 4 Tage hier zum Spiel gegen Werder Bremen. Und werden es ja schaffen, hier einige Freundschaftsspiele. Capital One Cup, unter anderem Leicester City gegen Watford, 3:3. Das heißt in dem Sinne dann ein Wiederholungsspiel. PSG im Ligapokal deutlich weiter gegen Angers. So, Porton stellt hier den Bericht zusammen. Leistenzerrung 1 bis 3 Tage, Gott sei Dank, kommt aus Carvent zurück. 4 bis 9 Tage bei Gnabry und André Hahn 7 Wochen bis 2 Monate. Lieberknecht besteigt den heißen Stuhl bei Werder Bremen. Werder Bremen hat den früheren Braunschweig-Trainer Thorsten Lieberknecht als neuen Trainer vorgestellt. Der 41-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung sein Amt und möchte einen guten Start im Spiel gegen Gladbach am Samstag hinlegen. Vor seiner Zeit bei Werder Bremen war Lieberknecht auch für TSV Eintracht Braunschweig tätig. Braunschweig ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Braunschweig wird 1,1 Millionen als Ausgleich erhalten. Na, immerhin. Ist natürlich ärgerlich für die Mannschaft vom lieben Ghost Rider, der jetzt mittlerweile über 600 Abonnenten hat. Da auch erstmal herzlichen Glückwunsch. So, bleibt ab sofort stets hinten, okay? So, hier sehen wir es. Corinthians steht vor der Verpflichtung von Fagner vom VfL Wolfsburg. Slomka will Malanda Freigabe geben. Oh Mann, da kriege ich ja Angst, wenn ich den Namen höre. Da hat anscheinend die Datenbank ein bisschen geschwächelt. Obwohl ich da ja, wie gesagt, diese neueste Datenbank mit dem Transfer-Update und alles reingenommen habe. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein trauriges Kapitel. Der hat uns in so vielen Let's Plays begleitet, sei es jetzt Fußballmanager 14 im VfL Wolfsburg oder im FM 13 mit den Rangers, wo wir ihn kurz hatten. Oh Mann. Einfach nur ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Dass es so weit kommen musste, aber man weiß ja jetzt mittlerweile die Hintergründe, weshalb es so kommen musste. Er war nicht angeschnallt. Na, ist klar, dass sowas passiert. Angebot zu einem Freundschaftsspiel Darmstadt gegen Gladbach. Am 18. Januar Stadion am Böllenfalltor. Gladbach kann diese Freundschaftsspiel nicht ablehnen, da dies eine Vertragsklausel von Stroh-Engels Wechsel von Darmstadt vorgibt. Okay, wir werden es annehmen. Und unsere zweite testet hier gegen zwei Brücken. Kriegen die Mannschaft aus dem Saarland. Und ich muss jetzt kurz was trinken. Surdelle. Und wir sehen hier einige weitere Ergebnisse der spanische Pokal. So, Portugal abgestiegen aus der FIFA Gold League. Ach, wie schade. Heimer Roth möchte über persönliche Angelegenheiten sprechen. Wahrscheinlich will er den Verein verlassen. So, sie waren ein fantastischer Angestellter des Vereins und es wäre unangebracht, ihnen im Wege zu stehen. Ich will versuchen, so schnell wie möglich einen Verein für sie zu finden. Ihre Erfahrung ist unbezahlbar. Wir brauchen sie für den positiven Einfluss auf den Rest des Kaders. Besonders für die Youngsters. Ich kann sie nicht gehen lassen. Bei allem Respekt, ich muss mich auf meine eigene Karriere konzentrieren und ich bin nicht bereit, sie für andere Spieler in Stocken geraten zu lassen. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich will gehen und das ist endgültig. Okay, das liegt nicht in meinen Händen. Es gibt niemanden, der momentan Interesse an ihnen hat. Ist am Boden, wissen Sie, ich werde diesen Verein verlassen, ob Sie wollen oder nicht. Ich habe kein Problem damit, meine Mitspieler gegen Sie aufzuwiegeln, falls es nötig wird. Also würde ich vorschlagen, dass Sie zustimmen, mich jetzt zu verkaufen. Und sich so vor einigen Problemen zu schützen.
So, ich werde hier nicht sitzen und mich von einem meiner Spieler bedrohen lassen. Wir gehen nirgendwo hin und werden für absehbare Zeit mit der Jugend trainieren. So, ich habe kein Interesse auf andere Spieler, daher lasse ich sie schweren Herzen gehen. Okay, dann wird jetzt Heimerod auf die Transferliste gestellt. Vereinen anbieten. Aktueller Marktwert 300.000. Mal gucken, ob es da welche gibt. Ist natürlich bitter, aber da müssen wir jetzt halt durch. Hazard gewinnt die Auszeichnung bester Spieler. Cristiano Ronaldo, Topscorer und bester junger Spieler Pogba. Goal of the Tournament. Können wir uns natürlich angucken. Snyder, Zuniga und James Rodriguez. Buffon kriegt die Auszeichnung. Ich möchte die Tore jetzt mal hier angucken. Nimm mal hier auf jeden Fall mal kurz mit rein. Wenn es denn funktioniert, die Folge wird eh schon länger, von daher macht das nix. So, sehen hier dann nochmal das Tor von Rodriguez. Puh, okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht gemacht hier. Gegen Brasilien hat er es gemacht. So, dann das nächste Tor. Was wir hier sehen können, wenn es dann soweit geladen ist. So, werden es dann gleich sehen. Das zweite Tor. So, da sehen wir es dann. Martinez auf Guarin, Guarin auf Bakka, er auf Zuniga. Okay, war soweit ein schönes Tor. Und dann machen wir jetzt noch ganz schnell das nächste Spiel, denn wir wollen hier doch zum Ende kommen. In dieser wirklich etwas zu langen Folge. Ich kann es ja nicht in zwei Folgen teilen. So, und jetzt sehen wir dann das Top-Tor von den Holländern. Müsste das dann gewesen sein, genau. Depay auf Snyder. Traumtor. Das ist klar, dass dieses Tor gewinnen musste. Und was mich hier wundert, Winterpause haben wir dann hier nach dem 14. Spieltag. Auch ein ganz kurioses Ding hier. Beim Fußballmanager 13, beim Hansa Fan war es ja am 15. Spieltag, soweit das der Winterpause hatte. Also ist auch ein ganz komisches Ding hier. Aber wie gesagt, man steckt da einfach nicht drin. Man kann solche Spielpläne hier nicht selbst gestalten, weil sich ja etliches verschiebt. Portugal abgestiegen. Belgischer Pokal, Lierse, Kortrijk 1 zu 1. Santini, der Ex-Freiburger, mit einem Tor. Werder Bremen vor schwieriger Aufgabe gegen Gladbach. Effenberg, unser Ex-Mann, ist hier von Gladbach beeindruckt. Effenberg erklärte, dass Trainer Zwinkmiete von Jutta Gladbach zu einem zuletzt sehr starken Spielstil verhalf. Daher freue er sich, die aktuelle Form auch gegen den SV Werder Bremen bei einem weiteren Demonstration attraktiven Angriffsfußball zu sehen. Man wird es sehen. Das darf heute mal der Co-Trainer machen. Will es nicht immer machen müssen hier. Wir werden jetzt gleich sehen, was hier passiert. Erstmal die Auslosung, die wir uns dann gleich mal angucken werden, damit wir sehen können, auf wen wir hier treffen werden. So, Bundesliga Köln trifft auf Hannover. Hermann vor Abgang bei Gladbach, was? Es kursieren Gerüchte, dass man Gladbach nach Geld für Patrick Hermann kassieren will, da sein derzeitiger Vertrag nur noch 19 Monate läuft und er noch kein neues Arbeitspapier für einen längeren Verbleib im Borussia Park unterschrieben hat. Liegt die Vermutung nahe, dass die Verantwortlichen von Gladbach noch etwas Kasse machen wollen, ehe der Spieler den Verein ablösefrei verlässt? Das wird nicht passieren. Verlängert wird er. Wir sehen jetzt hier die Auslosung an noch. Mal gucken. Porin trifft auf Everton, Gigomp auf Trabzon, Sevilla auf Beşiktaş, Malmö auf ZSKA Moskau, Pilsen auf San Sebastian, Dnepr auf Lyon, Standard Lüttich auf Athletic Bilbao, Metalist Kharkov auf uns.
Okay, eine recht machbare Aufgabe, würde ich mal sagen. Zenit St. Petersburg gegen Villarreal, VfL Wolfsburg mit dem Heimspiel gegen Lille. War ein aktuelles Spiel in der realen Gruppe. Dynamo Zagreb gegen Inter. Dynamo Moskau gegen Florenz. Galatasaray gegen Tottenham. Olympiakos Piräus gegen AS Monaco. Steaua Bukarest gegen Rom. Und Ajax Amsterdam gegen Neapel. Damit haben wir alle Partien ausgelost. Europa League Auslosung Gladbach zieht Metalist Kharkov am 19. Februar 2015 erstmal bei Kharkov und dann haben wir das Heimspiel. Dafür ist dann das Spiel gegen Leverkusen verlegt worden, das Spiel gegen Hannover und das Spiel gegen Schalke, okay. Die Auslosung haben wir doch schon angeguckt. Ach, das sind noch diese anderen. Steaua gegen Rom, gegen Sevilla oder Beşiktaş, Pilsen gegen Olympiakos oder AS Monaco, Zenit gegen Dynamo oder Inter. Unsere Partie entweder gegen Wolfsburg oder Lille, oh Gottes Willen. Wenn sich Wolfsburg durchsetzt, wird es ein deutsches Duell. Galatasaray oder Tottenham gegen FC Turin oder Everton, Neapel gegen Standard oder Athletic, Dynamo Moskau oder Florenz gegen Malmö oder ZSK Moskau und Gegom Trabzon gegen Ajax oder Neapel, okay. Haben wir das gemacht, wird entweder Wolfsburg oder Lille heißen. Und dann haben wir es geschafft hier zum Spieltag. Wie gesagt, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Donnerstag. Wenn es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben würde mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst nichts. Und dann hören wir uns hier am morgigen Freitag mit der Partie gegen Werder Bremen. Und dann sage ich doch einfach mal, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus. Wie gesagt, wir warten jetzt hier noch. Dann kann ich euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstag wünschen. So, wenn es dann jetzt soweit durchgeladen ist, dann wird die Folge hier beendet. Braucht ein bisschen lange heute mit dem Laden hier. So, jetzt ist es dann soweit. Also wie gesagt, verabschiede mich von euch und dann.